Hallo, ich bin Cinema-Redakteur Ralf Blau mit dem aktuellen Kinotipp der Woche. Wenn Sie auf derbe Scherze und makabren Humor stehen, dann kennen Sie mit Sicherheit Anders Thomas Jensen, den dänischen Regisseur und Drehbuchautor, der für Filme wie In China essen Sie Hunde oder Flickering Lights oder Adams Äpfel verantwortlich ist. Er hat jetzt einen neuen Film gedreht, den ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte. Er heißt Man and Chicken. Und erzählt von zwei Brüdern, Gabriel und Elias, die wirklich extrem unterschiedlich sind und die nach dem Tod ihres Vaters erfahren, dass sie eigentlich aus einer ganz anderen Familie stammen. Die beiden machen sich auf den Weg auf eine kleine dänische Insel, wo sie ihren leiblichen Vater, einen ziemlich mysteriösen Stammzellenforscher, treffen wollen. Während Gabriel noch einen relativ normalen Eindruck macht, ein Akademiker, dem der Rest seiner Familie ein bisschen peinlich ist, ist Elias total durchgeknallt. Der ist komplett affektgesteuert, leidet unter einem zwanghaften Masturbationstrieb, dem er quasi einmal in der Stunde nachgeben muss. Gespielt wird er von Mads Mikkelsen und der dänische Superstar zeigt hier Slapstick-Qualitäten, die alleine schon das Eintrittsgeld wert sind. Es ist ganz großartig, wie er diese Rolle spielt. Ich will nicht zu viel verraten, weil die Handlung ist wirklich unglaublich extrem makaber durchgeknallt. Es gibt viele Slapstick-Szenen. Auf dieser Insel jedenfalls treffen sie zunächst nicht ihren Vater, sondern drei weitere Brüder, die auch alle sich extrem verhaltensauffällig sind und irgendwas stimmt mit dieser Familie nicht. Was, das will ich Ihnen auf gar keinen Fall verraten. Die drei leben in diesem Sanatorium ihres Vaters mit einer Unmenge an Tieren, mit Schweinen, mit Hühnern. Und man merkt, da geht es nicht so mit rechten Dingen zu. Manchmal bleibt einem das Lachen wirklich im Halse stecken. Es ist ganz, ganz derber Humor. Anders Thomas Jensen versucht, die Grenzen des guten Geschmacks auszuloten und ignoriert sie komplett. Diesen Film lege ich Ihnen sehr ans Herz. Es gibt ganz, ganz wenige Regisseure, die sich so viel trauen wie dieser dänische Regisseur. Und es ist ein typischer Film, der sonst auf dem Fantasy-Filmfest laufen würde. Und verpassen Sie nicht die Chance. Selten hat ein so skurriler, verrückter Film einen offiziellen Kinostart. Mehr über die aktuellen Filme in dieser Woche und in den kommenden beiden Wochen lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Cinema. Das war Ralf Blau mit dem aktuellen Kinotipp der Woche.